An sonnigen Tagen ist das herrliche Areal des Naturzoos Rheine ein Magnet für tausende Besucher. Sein Eingangslogo zeigt Ihnen den herausragenden und lange bekannten Affenwald. Am 28. Mai 2011 wurde dieser Naturzoo um eine Attraktion reicher. Gemeint ist die Eröffnung einer neuen Tigeranlage. Die beiden Sumatra-Tiger gehörten zu den seltensten und zugleich populärsten Bewohnern des Naturzoos. Und niemand konnte sich der Faszination entziehen, die von diesen Großkatzen ausging. Veränderte Betrachtungsweisen der Tierhaltung in zoologischen Gärten haben diese Maßnahme erforderlich werden lassen. So ist das bestehende Tigergehege nach nur halbjährlicher Bauzeit erweitert und ein zweites ganz neu gebaut worden. Verbunden sind sie durch einen sogenannten Wintergarten, der den beiden Großkatzen auch in der kalten Jahreszeit mehr Platz zum Tigern bieten soll. Nach den obligatorischen Reden zur Begrüßung und Eröffnung hatten die Gäste Gelegenheit, spannende Einblicke in diese neue Großanlage zu genießen. Unter anderem aus einem Tunnel heraus, auf Augenhöhe mit den Pranken der Tiger, aber sicher hinter Glas. Freunde der gestreiften Großkatzen wird es freuen, wenn das neue Großgehege den Tieren mehr als doppelt so viel Raum wie zuvor bietet und gleichzeitig mehr Rückzugsmöglichkeiten. Musik